Morgen, hallo YouTube. Heute ziemlich komische Situation. Ich dachte mir, irgendwann gehst du mal auf den Flohmarkt. Und gerade heute bei uns hier in Weinstadt am gleichen Tag zwei Flohmärkte. Na sowas. Ist egal. Ich hab mir gedacht, gehst mal schön durch. Vielleicht ziehst du irgendwas Interessantes. Vielleicht kann ich euch ja irgendwas Tolles noch zeigen. Vielleicht kaufe ich auch irgendeinen Scheiß. Arg viel Geld habe ich nicht mit. Außerdem habe ich eh schon genug Rutsch daheim. Also, dann schauen wir uns das mal zusammen an. So, also wie ich das jetzt als erstes hier mal gesehen habe, das ist der erste Flohmarkt, aber das sieht mal ziemlich übersichtlich aus hier. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich fast nichts. Aber gucken wir mal, vielleicht finden wir ja was, vielleicht sehen wir was. Bis später. Wirklich tolle Sache. Ich habe es auch selber schon was gefunden. Und zwar diesen Farebus. Sie wollte erst 8 Euro, habe ich gesagt, das ist zu viel. Aber heute Sonntag habe ich gesagt, ein 5er muss reichen. Das wird jetzt ein schönes Geschenk. Ich weiß auch schon, wer den kriegt. Und der freut sich mit Sicherheit darüber. So, das war in diesem Stand. Hier hat es auch noch ein paar Sachen mehr. Spielzeugautos gehen immer. 3 Euro. So, wer das mag, bitteschön. Das sind die gleichen. Ich habe sie nur auseinandergenommen, weil da ein. Wir gucken gerade mal weiter. So, Leute, für meine weiblichen Fans. Ich habe einen absoluten Mädchen-Kindertraum entdeckt. Also, naja, ich denke mal, wer eine kleine Tochter hat zwischen 2 und 4, ich glaube, für die wäre sowas ein Traumobjekt. Gut, nächster Stand, hier gibt es mal wieder ein paar alles Mögliche, Basketbälle. Oh, hier hat es Inline-Skates. Ist ja wohl auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Hab selber noch 2 Stück daheim, 2 Paar. Diese Petroleumlampe, jetzt muss man mal gucken, die interessiert mich doch dann auch mal. Mal gucken, was die kostet. So, Leute, das Jagdfieber ist eröffnet. Was sagt ihr da dazu? Habe ich zu meiner Kindheit nicht mehr gehabt. Eine Petroleumfunzel in Gelb. Preis 2,50. Sieht aber ziemlich unbenutzt aus. Der Docht auch. Und innen drin ist ja auch nicht schwarz. Mal sehen, wie ich die einsetzen kann. Leute, das ist cool. Ein 20 Zoll Klappfahrrad. So was sind wir in meiner Jugend rumgeeiert. Sowas ewig schon nicht mehr gesehen. Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen. Die Zeiten von Plastikrollern und sonstigem Müll, was heutzutage herumfährt und Scootern und frag mich nicht was, ist doch sowas einfach nur geil. So, was mir neu war, ist, dass es auf dem Flohmarkt auch Obst und Gemüse gibt. Aber warum nicht? Ich meine, wer heute noch was fürs Mittagessen braucht, dann wird hier sicher auch noch fündig. Ich denke mal, das war jetzt der erste Flohmarkt, habe ich abgegrast. Mehr ist hier eigentlich nicht gebacken. Wir sehen uns dann auf dem zweiten wieder. So, Leute, immer noch gleicher Tag, zweiter Flohmarkt. Und das Beste ist, diese zwei Flohmärkte trennen ungefähr 250 Meter Luftlinie. Also ich muss sagen, das war eine tolle Planung, aber Konkurrenz bleibt das Geschäft. Jetzt schauen wir uns hier mal um, was es hier so gibt. So, jetzt aber genug Geld ausgegeben. Hier haben wir verstanden 40 Rettenanzünder, ein Handy-Ladekabel mit 3 verschiedenen Abgängen. Da kann man ein iPhone dranhängen, Samsung dranhängen, Micro-USB und nochmal was anderes. Mal sehen, ob man das irgendwann nochmal für Notfall noch gebrauchen kann. Zumindest im Auto sowas zum Handyladen haben ist nicht schlecht. So, das war jetzt die letzte Investition auf diesem Flohmarkt, der ist eh ein bisschen kleiner.
Okay, ich schwenke euch jetzt nachher noch mal geschwind über den Platz und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. So, noch mal einen kurzen Abschlussschwenk hier. Ist wirklich nicht viel los. Schönen Sonntag, tschüss.